Alex Frayfrid E-Lok kommt da, nämlich eine Lok der Baureihe 152, Ende der 1990er Jahre gebaut. Einfach ein geiler Dampfer. Das wird das Titelbild. Baureihe 152 vor dem Lagerhaus. Oh. So, wisst ihr, warum ich die Lok so geil finde? Das war damals die erste Güterzuglokomotive in Deutschland, die serienmäßig 6400 kW Leistung auf die Schiene gebracht hat. Dafür, um in diese Leistungsklasse vorzudringen, waren vorher in der Regel sechs Achsen unterwegs notwendig gewesen. Dann gefällt mir die Lokomotive von der Form her einfach sehr gut und die hat einen Klang einfach genial.